Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Anwesende und liebe an den Bildschirm Anwesende, im Namen des Vorstands des Fördervereins des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung darf ich Sie herzlich begrüßen zur ersten teilöffentlichen, hier im Hause sagt man hybriden, Vortragsveranstaltung seit Beginn der Corona-Krise. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass Professor Dr. Thomas Lindenberger, der Direktor des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung an der TU Dresden, sich bereit erklärt hat, auch in kleiner personeller Besetzung zu uns zum Thema Totalitarismusforschung heute Betrachtungen im Zwielicht von postkommunistischer Transformation und sozialen Medien zu sprechen und mit uns zu diskutieren. Herr Lindenberger, seien Sie ganz herzlich willkommen. Die Aktualität des Themas ist ja nicht nur im nationalen, sondern auch im Europa- und weltweiten politischen Kontext momentan wirklich zu greifen. Sie ist nicht nur historisch interessant, sondern verweist auf höchst problematische Entwicklungen unter dem Stichwort illiberale Demokratie und manipulative Möglichkeiten neuer Informationstechniken und sogenannten sozialen Medien. Der von uns gewählte digitale Weg der Kommunikation für einen Teil der Zuhörerinnen und Zuhörer ermöglicht trotz der Corona-Einschränkungen Teilhabe am kommunikativen Prozess, ersetzt aber nicht die Präsenz der Teilnehmerinnen als ganzheitlicher Voraussetzung für eine dialogische Praxis. Wir müssen darauf achten, dass wir die Not, die wir gerade zur Tugend machen, nicht mit einer neuen Realität und Normalität verwechseln. Wir verstehen die heutige Veranstaltung auch als Test, uns der digitalen Möglichkeiten zu bedienen und wollen daraus Erkenntnisse ziehen, wie digitale Kommunikation zum Erkenntnisgewinn genutzt werden kann und inwieweit überhaupt. Darum schreckt es uns auch nicht, mit welch kleinem technischen Equipment wir diese Veranstaltung betreiben. Wir stehen zu unserem Lernprozess und wollen diesen in überprüfbaren Schritten optimieren. Diese Veranstaltung wäre nicht möglich gewesen ohne die produktive Auseinandersetzung aller Beteiligten über diese neuen Wege auf allen Ebenen. Danken möchte ich an dieser Stelle vor allem Viktor Emanuel zu Sachsen als verantwortlichen Koordinator, Carsten Borgmann und Lieven Ebeling als IT-Verantwortlichen, Stefanie Eisenhut und ihrer Crew aus der Öffentlichkeitsarbeit, vor allen Dingen auch Marion Schlöttke, die anwesend ist, Alisa Gallas, Caroline Kulling und dann natürlich auch Tobias Rischk. Und natürlich darf ich ganz herzlich danken den Mitgliedern der Verwaltung. Ich darf hier namentlich nennen Frau Dr. Rüttinger, ohne deren Hilfe das nicht ohne weiteres zustande gekommen wäre. Hinweisen möchte ich noch auf die Diskussionsmöglichkeiten im Anschluss an den Vortrag bis zum Ende der Veranstaltung und das Angebot einer kleinen Erfrischung in Form eines Getränks aus Flaschen, Corona-bedingt ohne Gläser. Damit darf ich überleiten zu unserem eigentlichen Gastgeber, dem wir überhaupt unsere Anwesenheit hier danken, Herrn Professor Dr. Bösch, der uns nicht nur begrüßt, sondern auch unseren Vortragenden gebührend vorstellen wird. Herr Bösch. Ja, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser vielleicht etwas eigentümlichen Veranstaltung. Diejenigen, die jetzt nur über den Bildschirm zuschauen, können leider nicht sehen, wie der Raum gerade aussieht. Mit großem Abstand sitzt hier ein leider viel zu kleines Publikum, das sonst bestimmt 4 oder 5 Mal so groß gewesen wäre. Auch ich danke zunächst einmal dem Förderverein, dass diese Veranstaltung möglich ist, aber ich danke natürlich auch ganz besonders Thomas Lindenberger, dass er dieser Einladung auch gefolgt ist. Wir freuen uns sehr und es gibt immer bei Vorträgen eingangs diesen Satz, man braucht den Redner doch nicht vorzustellen. Thomas Lindenberger ist seit 1993 hier am Institut gewesen und insofern kennen ihn eigentlich alle am ZZF. Allerdings ist er auch schon wieder 3 Jahre nicht mehr hier. Insofern gibt es vielleicht einen Grund, auch vielleicht für die Jüngeren, ihn doch nochmal vorzustellen. Und er hatte ein Leben vor dem ZZF. Thomas Lindenberger hat seine Karriere als Historiker nicht begonnen, wie vielleicht einige ganz klassisch, vor allem an den Universitäten.
sondern mit der Gründung des Berliner Geschichtswerkstatt. Es ist ein Historiker, der quasi von den Straßen Berlin aus Geschichte betrieben hat, was sich auch in seiner Dissertation zur Straßenpolitik im Kaiserreich niedergeschlagen hat. Er ist jemand, der früh in Debatten eingetreten ist. Ich erinnere etwa an seinem Aufsatz von 1986, Wer hat Angst vor den Barfußhistorikern, mit denen er sich dann mit den Turnschuhhistorikern in Bielefeld angelegt hat. Er ist jemand, der dann zur DDR-Forschung gekommen ist, am ZZF hier, maßgeblich konzeptionelle Debatten fortgeführt hat, die er auch in den 80er Jahren schon eingeübt hatte. Herrschaft als soziale Praxis, Eigensinn, das sind Stichworte, die sich mit ihm verbinden, die oft, leider manchmal oft auch naiv zitiert werden, aber sehr, sehr eng mit ihm verbunden sind, auch mit seiner Habilitationsschrift über die Volkspolizei in der DDR. Was ich an Thomas Lindenberger zudem immer geschätzt habe, ist seine Leidenschaft, sein Interesse für Geschichte und Film, für mediengeschichtliche Fragen. Ich habe auch, als ich noch Professor in Gießen war, mal versucht, ihn zu überreden, ein Buch über Film und Geschichte zu schreiben. Leider ist nie was draus geworden, vielleicht später ja nochmal. Und er hat dann hier am ZZF zunächst die Abteilung zur Kommunismusgeschichte geleitet, ist dann nach Wien gegangen, um dort für ein Jahr das Ludwig-Boltzmann-Institut für europäische Geschichte zu leiten, dann wieder auf den alten Posten hergekommen, hat hier und arbeitet immer noch an einer Studie über Havarien in der DDR, hat hier wichtige Forschungsprojekte angestoßen, etwa über Freiwilligkeit im Sozialismus, auch am Beispiel der Feuerwehren, die dann leider mit ihm und in diesen Projekten abgewandert sind 2017 nach Dresden, wo er jetzt eine Professur für Totalitarismusforschung innehat und eben als Leiter des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung hier in Sachsen nun gelandet. Wir freuen uns sehr, dass du hier zurückgekommen bist und sind sehr, sehr gespannt auf den Vortrag Totalitarismusforschung heute mit Fragezeichen. Ja, vielen Dank, Frank Bösch und Herr Knüppel, für diese sehr freundlichen Begrüßungen. Ich habe natürlich Stand zu meiner Zusage hier vorzutragen, auch nachdem das ganze Corona-Geschehen über uns alle hereingebrochen ist. Für mich ist es auch eine kleine Premiere, in dieser gemischten Form vorzutragen. Ein paar Kompletttagungen im virtuellen Raum habe ich schon hinter mir und wir alle lernen, und jetzt, wo das Wintersemester kommt, nehme ich an, werden wir alle, die im akademischen Bereich unterwegs sind, nochmal einen Lernschub durchmachen, weil wenn es kalt ist und man nicht so ohne weiteres die Fenster öffnen kann, wird das alles nochmal viel komplizierter. Okay, Totalitarismusforschung heute, richtig mit Fragezeichen, Betrachtung im Zwielicht von postkommunistischer Transformation und sozialen Medien. Was ich vortrage, sind sozusagen so ein paar essayistische Gedankenansätze. Man kann in so einem Vortrag nicht jedes Aspekt dieses Themas, und allein die Totalitarismusforschung als solche führt ja ganze Bibliotheken, wenn man so will. Man kann das nur anreißen. Ich will einfach ein paar Motive miteinander verknüpfen, die durchaus, da hat Herr Knüppel ganz richtig gelegen, was mit unserer gegenwärtigen Situation, also der Gefährdung, Bedrohung, ich sag mal, unserer demokratischen Ordnung in einem ganz allgemeinen Sinne zu tun hat. Ein Vortrag über das Konzept des Totalitarismus hat es im ZZF Potsdam, glaube ich, schon lange nicht mehr gegeben. Wenn man da mehrere von antreffen will, muss man in die Anfangsjahre des Instituts zurückgehen, also die zweite Hälfte der 90er Jahre, als auch hier, wie anderswo, heftig über die zentralen Begriffe diskutiert wurde, mit denen die damals jüngste Vergangenheit, also die Geschichte der SED-Diktatur und der DDR, historisch erforscht werden sollten. Damals habe ich dann selbst zu einem Forschungsprogramm beigetragen, das sich auf eine Gesellschaftsgeschichte kommunistischer Diktaturen konzentriert und damit dezidiert und auch explizit über Sichtweisen der klassischen Totalitarismustheorie beziehungsweise ihre damaligen Proponenten, also das, was die damals vorschlugen, hinausging. Nun kam es aber dazu, dass ich selbst nach 25 Jahren Arbeit am ZZF Potsdam Direktor eines Instituts für
Totalitarismusforschung und sogar Inhaber einer gleichlautenden Professur, das gibt es nirgendwo sonst auf der ganzen Welt, glaube ich, geworden bin. Das Institut hat zudem den ehrenvollen Namenszusatz Hannah Arendt. Was es außer dem klangvollen Namen noch vom ZZF unterscheidet, abgesehen von der Größe, ist seine in der Forschungsprogrammatik angelegte Interdisziplinarität. Ein Teil der Wissenschaftler kommt aus der Politikwissenschaft. Die systematisch vergleichende Herrschafts- und Regimetypologie ist daher auch neben der gegenwartsbezogenen Extremismusforschung fester Bestandteil des Forschungsprogramms am Hannah-Arendt-Institut. Mittlerweile wird dieser Herrschaftstypenvergleich im Sprachgebrauch der Politikwissenschaft international wie national nicht mehr als Totalitarismusforschung, sogar nicht mehr als Diktaturforschung bezeichnet, sondern als Autokratieforschung. Und auf diesen Begriff Autokratie werde ich dann später noch mal kurz zu sprechen kommen. Das allein mag schon Anlass genug sein, zurückzublicken und danach zu fragen, was bleibt vom Konzept der totalen Herrschaft, um den deutschen Titel von Hannah Arendts berühmter Schrift zu zitieren, was bleibt von der sogenannten Totalitarismusforschung. Zugleich ist aber angesichts der neuartigen Bedrohung der Demokratie, in der wir heute leben, und der Notwendigkeit, diese zu verstehen, zu fragen, hat uns das Totalitarismuskonzept und die Zeit und die Umstände, unter denen es formuliert wurde, noch oder wieder etwas zu sagen? Gewinnt es gar eine neue, unvermutete Aktualität? Dabei will ich am Ende meines Vortrags den Fokus vor allem auf die neuartigen Machtkonzentrationen bei den transnational agierenden Internetdienstleistern und ihren sogenannten sozialen Medien sowie deren Interaktion mit explizit autoritären und demokratiefeindlichen Bestrebungen richten. Und daher wird mein Vortrag in einer Art regressiven Dreischritt in die Vergangenheit vorgehen. Ich blicke zunächst auf die 1990er Jahre, also die Zeit der Gründung von Instituten für Totalitarismusforschung in Sachsen und auch in einigen anderen Ländern des ehemaligen sowjetischen Machtbereichs. Ich blicke dann in einem kurzen Zwischenblick auf die Totalitarismusforschung als Teil des Kalten Kriegs und die bereits zur Zeit des Kalten Kriegs aufgewiesenen Grenzen des Konzepts. Und schließlich werde ich einen Blick auf die Zeit der Entstehung der Totalitarismuskonzepte vor dem Beginn des Kalten Kriegs blicken, um von dort den Bogen dann in die Gegenwart zu schlagen. Zum ersten Punkt 1990 folgende. Beginnen wir also mit der Erforschung der DDR und ihrem Verhältnis dieser Erforschung zum Totalitarismuskonzept. Damals, als es darum ging, die Vergangenheiten der kommunistischen Diktaturen aufzuarbeiten. Die damalige Politik als Auftraggeber dieser Aufarbeitung und die außerwissenschaftliche Öffentlichkeit erwartete von der zeithistorischen wie von der sozialwissenschaftlichen Forschung vor allem Orientierungswissen. Gefragt war letztendlich eine mehr oder weniger eindeutige, dem Selbstverständnis des unter westlicher Führung vereinigten Deutschland entsprechende Auslegung und Interpretation der nun untergegangenen DDR bzw. kommunistischen Regime. Und Totalitarismus fungierte dabei als ein Signalbegriff für den endgültigen und irreversiblen Bruch mit der deutschen Diktaturgeschichte, gleichsam als eine Art Beschwörung dieses Bruchs. Um die Bezeichnung der DDR als Diktatur oder als totalitäre Diktatur stritten dabei keineswegs nur Wissenschaftler, sondern neben Publizisten und anderen Personen des öffentlichen Lebens, vor allem auch Parlamentsabgeordnete, Minister, Politiker, Parteivorsitzende. Ein Beispiel dafür, was man sich damals im frisch vereinigten Deutschland aus dem politischen Raum heraus von der Totalitarismusforschung erwartete, will ich nun anhand der Gründung des Hannah-Arendt-Instituts anführen. In dieser Zeit wurde im soeben wieder gegründeten Freistaat Sachsen, der zusammen mit vier anderen neuen Bundesländern am 3. Oktober 1990 der Bundesrepublik beigetreten war, per Gesetz die Gründung eines Instituts für Totalitarismusforschung auf den Weg gebracht, für das zusätzlich dann noch die Hannah Arendt als Namenspatronin auserkoren wurde.
Zeitgeschichtliche Forschung über totalitäre Systeme und Strukturen stand bereits von Anfang an als Satzungszweck an erster Stelle. Und damit waren natürlich explizit NS-Diktatur und SED-Regime gemeint. In Bezug auf die damalige Gegenwart ging es darum, so auch in der Satzung, sich für Initiativen einzusetzen, die dem Entstehen totalitärer Strukturen entgegenwirken. Ende des Zitats. Was hatte es mit diesem dritten Satzungszweck auf sich? Schauen wir auf der Suche nach einer Antwort in das Protokoll der Parlamentsdebatte, die der Gründung des Hannah-Arendt-Instituts im Juni 1993 vorausging. Diese entsprechende Debatte im Sächsischen Landtag fand im November 1991 statt und war mit Gründung eines Instituts zur Erforschung totalitärer Strukturen überschrieben. Die Begründung des von den damals allein regierenden Christdemokraten durch den Abgeordneten Dr. Matthias Rösler eingebrachten Gesetzentwurfs ist heute noch immer oder wieder lesenswert. Was veranlasst uns zu dieser Initiative, also nämlich die Einrichtung eines solchen Instituts zur Errichtung totalitärer Strukturen vorzuschlagen, fragt der Abgeordnete eingangs. Und er antwortet zunächst mit einer präzise formulierten, sich wissenschaftlicher Begriffe bedienenden Charakterisierung der untergegangenen DDR. Der real existierende Sozialismus, ich zitiere, durchdrang in der ehemaligen DDR alle Lebensbereiche. Es entstand eine hierarchisch gegliederte, straff organisierte Gesellschaft, die Züge eines pseudo-religiösen Kastenstaats annahm. Als Machtmechanismus funktionierte die Wechselwirkung zwischen offener und verdeckter Gewalt auf der einen Seite und Anpassung und Korruption auf der anderen. Soweit die Beschreibung des Verhältnisses von SED-Regime und Gesellschaft in durchaus gewählten wissenschaftlichen Termini. Nun kommt der Abgeordnete Rösler auf das Ende dieses Regimes zu sprechen. Dieser Machtmechanismus zerbrach in der friedlichen Revolution von 1989. Diese sogenannte Revolution blieb über weite Strecken unvollendet, da sie keinen durchgreifenden Wechsel der Führungseliten, keine durchgreifende Auflösung formierter gesellschaftlicher Strukturen und keine Umverteilung gesellschaftlicher Besitzstände vornahm. Das Regierungssystem im engeren Sinne ist durch demokratische Wahlen grundlegend erneuert worden. Der Einfluss dieses oft unorganisch kopierten Staatswesens auf andere gesellschaftliche Subsysteme wie Bildungswesen, Ökonomie, Verwaltung blieb lange Zeit relativ gering. Ende des Zitats. Erinnern wir uns, wir befinden uns im 13. Monat nach dem formellen Beginn des unorganischen Kopierens des westlichen Systems, also des demokratischen Regierungssystems. Der Abgeordnete Dr. Rösler fährt fort. Der Abbruch des revolutionären Prozesses durch die letzte DDR-Regierung, gemeint ist die im März 1990 demokratische gewählte letzte Regierung der DDR unter de Maizière, und die Übernahme rechtsstaatlicher Normen konservierte bestehende Verhältnisse in teilweise grotesken Mischformen, da unser liberales Staatswesen für derartige Subsysteme autonome Strukturen vorsieht. In vielen Bereichen haben die Vertreter des alten Regimes, unterstützt von westdeutschen Partnern, ihre Stellung ausbauen können und schalten partiell die Sieger der friedlichen Revolution als Konkurrenten aus. Ende dieses Zitats. Wie Sie sehen, handelt es sich um eine Interpretation des sich damals gerade vollziehenden Systemübergangs, der Transition, der als in dramatischer Weise als noch nicht in Gänze gesichert, als überaus prekär wahrgenommen worden. Aus dieser Sichtweise heraus formuliert der Abgeordnete Dr. Rösler nun seine Erwartung an die neue zu gründende Einrichtung. Damit ist der Forschungsgegenstand des Instituts klar umrissen. Es geht um die komplexe und interdisziplinäre Analyse dieser Übergangsgesellschaft in Ostdeutschland und Osteuropa, in ihrer Genese nur aus den totalitären, faschistischen und kommunistischen Regimes zu erklären ist. In engster Verbindung mit verantwortlichen Politikern und der demokratischen Öffentlichkeit sollen Strategien für Strukturreformen entwickelt werden, soll der gewaltige Transformationsprozess, der unsere Gesellschaft prägt, wissenschaftlich begleitet werden. Ein überaus ambitioniertes Arbeitsprogramm, man lasse sich das mal als Auftrag auf der Zunge zergehen.
für ein dann doch, nachdem es gegründet war, ziemlich kleines Forschungsinstitut. Es ist ja dann auch etwas anders gekommen. 2 Jahre nach diesem übrigens von allen Parteien einschließlich der postkommunistischen PDS unterstützten Entschließung des Parlaments über die Einrichtung eines Instituts zur Erforschung totalitärer Strukturen wurde dann das Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung gegründet. Von der, Zitat, komplexen und interdisziplinären Analyse dieser Übergangsgesellschaft in Ostdeutschland und Osteuropa und der wissenschaftlichen Begleitung des, Zitat, gewaltigen Transformationsprozesses, der unsere Gesellschaft prägt, war dann in der praktischen Arbeit kaum mehr die Rede. Und dieser Gegenstand, der damalige gewaltige Transformationsprozess, steht heute, 30 Jahre später, im Zentrum wiederum genuin zeithistorischer und nicht mehr nur sozialwissenschaftlicher Forschung, auch am Hannah-Arendt-Institut, auch hier am ZZF und an anderen Nachbarinstituten. Und dabei spielt der Totalitarismusansatz, also in diesen heutigen, sozusagen der zeithistorischen Transformationsforschung, keine Rolle. Was damals dann als Totalitarismusforschung unter anderem in Dresden begann, wenn man es jedenfalls im weiten Sinne ausfasst, richtete sich zunächst ausschließlich auf das damals zeithistorisch naheliegende, die beiden deutschen Diktaturen im europäischen Kontext und Vergleich. Ich habe diesen Text aus der Gründungszeit des Hannah-Arendt-Instituts, das ist das schöne ehemalige Gefängnisgebäude, in dem wir untergebracht sind, es ist die Gefängnisverwaltung, die Zellentrakte sind im Innenhof. Also da an der Ecke ist genau mein, ist da ein Pointer bei? Ja. Nee. Also in dem Eckfenster, wo der Balkon ist, ist mein Direktorenzimmer. Aber wir haben nicht das ganze Gebäude, wir haben nur einen Flur, also ein Stockwerk. Nicht, dass Sie falsche Vorstellungen bekommen. Ich habe diesen Text deswegen so ausführlich zitiert, weil er natürlich symptomatisch ist für ein sich damals rasch etablierendes Paradoxon. Zum einen wird deutlich, wie sehr damals die Rede von den totalitären Strukturen vor allem für die Deutung eines Gegenwartsproblems stand, nämlich die Frage nach der wirklichen Vollendung der Revolution, die vor allem die Repräsentanten und sozialen Kräfte des alten Regimes restlos delegitimieren, ja, wenn man so will, politisch ausschalten sollte. Und dies von der Prämisse her, dass sie unmittelbare Akteure totalitärer Strukturen gewesen seien oder möglicherweise noch sind zum damaligen Zeitpunkt. Dieses Ziel der Delegitimierung wurde dann aber in erster Linie auf dem Gebiet der Geschichtspolitik, das heißt der damit verbundenen umfangreichen Forschung über den vergangenen SED-Staat und die DDR-Gesellschaft geleistet. Und zwar mehrheitlich von Historikern und nicht von Sozialwissenschaftlern oder Politikwissenschaftlern. Die damit verbundenen Debatten halten im Grunde immer noch an und auch das ZZF hat sie ja wesentlich mitgeprägt. Darüber muss ich hier im Einzelnen gar nichts erzählen. Die forschende Begleitung des Transformationsprozesses hingegen, die der Abgeordnete Rösler als eigentliche Aufgabe des zu gründenden Instituts vorgesehen hatte, übernahmen Experten der Sozial-, Wirtschafts- und Politikwissenschaften, und zwar überwiegend solche, die bis dahin in der Regel nichts oder wenig mit der Diktaturforschung oder dem Systemvergleich zu tun gehabt hatten, speziell in Deutschland, weil die Kenntnis der deutschen Sprache sozusagen das sofortige Einsteigen ins Feld ermöglichte. Bei den osteuropäischen Ländern war es ein bisschen anders. Da mussten die Leute schon vorher Sprachkenntnisse haben und waren dadurch natürlich mit diesen Ländern in anderer Weise vertraut. In der Folge wurde das Hannah-Arendt-Institut, also ebenso wie das zeitgleich gegründete Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam oder die extra zum Zweck der Erforschung der DDR-Geschichte gegründete Außenstelle des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, kein Institut zur politischen Verlängerung des revolutionären Transformationsprozesses mit den Mitteln der wissenschaftlichen Forschung. Das lässt sich, wenn überhaupt, dann allenfalls für dieses neuartige, in der Bundesrepublik bis dahin ja auch noch nicht bekannte Politikfeld, nämlich dem Feld der Politik, Geschichtspolitik, sagen, zu dem natürlich die Diktaturforschung wesentlich dazugehörte. Und genau über diese Funktion zeithistorischer Forschung, nämlich Teil von Geschichtspolitik
zu sein oder dass das von ihr erwartet wurde, ist es ja dann gerade am Hannah-Arendt-Institut auch zu einigen heftigen öffentlichen und auch überregional bekannt gewordenen Auseinandersetzungen gekommen. Den politischen Raum und der Publizistik an die wissenschaftliche Forschung formulierte Erwartung, dass die DDR und die überwundenen realsozialistischen Regime auch durch die wissenschaftliche Forschung generell als totalitär zu qualifizieren, ja, nachzuweisen seien, stieß zudem auf einen damit nicht ohne weiteres zu vereinbarenden Pluralismus der theoretischen Ansätze, wie er in der Wissenschaft üblich ist, und zwar gerade besonders auch in der Zeitgeschichte, aber auch in den anderen Nachbarwissenschaften. Im Ergebnis wurde die Diktatur der DDR, wie auch weiterhin die des Nationalsozialismus, gründlichst erforscht, aber ohne dass das Totalitarismuskonzept im engeren Sinn dabei dominant gewesen wäre. Es war natürlich keineswegs abwesend. Seine Wirkung bestand aber oftmals eher indirekt darin, dass die Entwicklung alternativer Deutungs- und Theoriekonzepte entwickelt wurden, quasi durch die Vorgabe des Totalitarismuskonzepts provoziert, herausgefordert wurden, die dann an seine Stelle treten sollten. Dieser Widerspruch ist nur auf den ersten Blick überraschend. Also dieser Widerspruch, dass ein solches Theoriegebäude dann in der konkreten Anwendung, wo tausend von Historikern sich plötzlich quellengestützt auf das Thema, auf das Feld selbst begehen können, und dann ist diese große theoretische Vorleistung sozusagen relativ schnell beiseite gelegt worden. Das ist nur auf den ersten Blick überraschend. Bereits die erste Generation deutscher Totalitarismusforscher hatte sich mit der Spannung zwischen analytischem Konzept Totalitarismus und seiner Instrumentalisierung in der politischen Alltagssprache schwer getan. Um dies zu illustrieren, werfen wir nur einen kurzen Blick auf ein anderes, älteres Zentrum der Totalitarismusforschung, eines aus der Hochzeit des Kalten Krieges, nicht weit von hier gelegen in West-Berlin. Das Institut für politische Wissenschaft an der Freien Universität, das ist ein späteres Foto, ich habe aus der Zeit der 50er Jahre keins gefunden, da war es auch in einem anderen Gebäude, wie man sich vorstellen kann. Später dann auch als Otto-Suhr-Institut bekannt geworden. Dort sind in den 1950er Jahren eine Reihe wichtiger und auch heute immer noch lesenswerter Arbeiten über das frühe SED-Regime und die DDR entstanden. Zu den bekannten mit dem Institut verbundenen Persönlichkeiten gehörten Remigranten wie Ernst Fraenkel, Franz Neumann, Richard Löwenthal. Unter den damals etwas jüngeren DDR-Experten sind vor allem Carola Stern, Ernst Richard, Martin Drath, Otto Stammer und Peter Lutz zu nennen. Die Gruppe war transatlantisch vernetzt, arbeitete insbesondere auch mit Karl J. Friedrich zusammen, der ja zusammen mit Zbigniew Brzezinski den weltbekannten Katalog von 6 Kriterien eines idealtypischen totalitären Systems formuliert hatte. 1961 veröffentlichten Mitarbeiter des Instituts einen Themenschwerpunkt Totalitarismusforschung in der Zeitschrift Soziale Welt. Und von besonderem Interesse ist der Beitrag des Institutsleiters Otto Stammer, Aspekte der Totalitarismusforschung. Daraus will ich kurz zitieren. Er nimmt einige der zentralen Probleme vorweg, die 30 Jahre später erneut aktuell wurden. Stammer ist es, um eine einwandfreie Definition des Totalitarismusbegriffs zu tun, und da will ich gar nicht in Details gehen, aber das Problem, das er dabei hat und ins Feld führt, will ich anführen. Er sagt, die auf dem Markt der politischen Meinungsbildung gängigen Totalitarismusbegriffe sind im Allgemeinen in Hinblick auf wissenschaftliche Anforderungen entwertet worden durch ihre propagandistische Verwendung. Wohlgemerkt, Stammer war wie seine Kollegen natürlich ein strammer Antikommunist im West-Berlin. Das war jetzt nicht jemand, der sozusagen aus der östlichen Perspektive her die Totalitarismus-Theorie angreifen wollte. Damit meinte Stammer vor allem, dass die damaligen Massendiktaturen, wie es hieß, im Osten ausschließlich hinsichtlich ihres Bedrohungspotenzials für die westliche Demokratie wahrgenommen wurden. Damit ergebe sich für die Sozialwissenschaften, es ging um eine saubere Definition von Totalitarismus, das Problem, Zitat, einen Begriff des Totalitarismus zu finden, der wissenschaftlich verwendbar ist. Das heißt, eine objektive, wertfreie Durchleuchtung und Analyse
der in Frage kommenden gesellschaftlich-wissenschaftlichen Systeme ermöglicht. Otto Stammer spitzte das Problem auf die Frage zu, ob ein im westlichen Sinne zwangsläufig wertender Totalitarismusbegriff zu einer systemimmanenten Interpretation einzelner totalitärer Herrschaftssysteme überhaupt verwendbar ist. Im Hinblick auf dieses konzeptionelle, man kann auch sagen erkenntnistheoretische Problem einer Totalitarismusforschung auf streng wissenschaftlicher Grundlage hat sich bis heute im Grunde genommen wenig geändert. Die Genese und akute Existenznotwendigkeit des Totalitarismuskonzepts war in der Abwehr einer existenziellen Bedrohung der eigenen Werteordnung begründet worden. Und auch damals wurde sie immer noch so begründet. Wie konnte dann eine darauf gründende empirische Forschung in der Lage sein, Erkenntnisgegenstände in ihrer Eigengesetzlichkeit zu erfassen und zu analysieren? Dieses Grundproblem bleibt bei solchen, wenn man so will, engagierten und essentially contested Concepts ständig bestehen. Während der Periode der internationalen Entspannungspolitik verlor dann die Rede vom Totalitarismus nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der politischen Öffentlichkeit des Westens an Zugkraft. Das hatte zum einen mit der wachsenden Kritik am westlichen liberalen Modell aus der Mitte der liberalen Gesellschaft selbst heraus zu tun. Und diese Kritik war bekanntlich vielstimmig, sie war plural und zum Teil auch marxistisch inspiriert. Sie war kapitalismuskritisch und dann zunehmend auch zivilisationskritisch. Zugleich wurde gerade auch damals dem Totalitarismuskonzept vorgehalten, dass es genutzt wurde, um Widersprüche in den westlichen Demokratien einzudämmen, zu überdecken, ja, wenn man so will, ein Stück weit auch eine entlastende Funktion bei innerer Kritik zu haben. Das, was man heute Whataboutism nennt. Also wenn man bestimmte Kritiken immer mit Verweis auf die schlechten Zustände anderswo versucht abzuwehren. Festhalten lässt sich für diese Zeit der 70er und 80er ja die Suche nach alternativen Erklärungsangeboten, etwa ein modernisierungstheoretischer Zugang, unter anderem die sogenannte Konvergenztheorie. Demgegenüber trat die klassische Totalitarismusinterpretation in der konkreten wissenschaftlichen Forschung zurück. Insbesondere entwickelte sich in dieser Zeit aus der vergleichenden Politikwissenschaft heraus das Interpretationsmodell, das heute dort den Mainstream prägt, die Typenlehre der Autokratieforschung im Anschluss an die Forschung von Juan Linz, der übrigens damals in den 90er Jahren auch mal bei uns am ZZF zu Gast war. Ich will darauf hier nicht im Detail eingehen, aber es ist mittlerweile offenkundig, dass die vor allem mit Fragen der Verfassungslehre und der politischen Soziologie verknüpften Fragestellungen dieser Ansätze der Vielfalt nicht demokratischer politischer Ordnung, wie sie sich bedauerlicherweise rund um den Globus im 20. und 21. Jahrhundert entwickelt haben, eher gerecht werden kann, als dass an den beiden Extremvarianten NS-Diktatur und stalinistische Diktatur entwickelte Totalitarismuskonzept. Diese Veränderung, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, im Bereich der wissenschaftlichen Forschung im Westen noch zu Zeiten des Kalten Kriegs änderte nichts, das ist sehr wichtig, an der außerordentlichen Virulenz, wenn man so will, des Totalitarismuskonzepts, der Totalitarismuserklärung oder Narration, würden wir heute sagen, als Instrument der politischen Kritik an den konkreten Zuständen im Ostblock, vor allem auch durch Dissidenten oder deren Unterstützer im Westen. Und daher war es ganz und gar logisch, und auch sehr gut nachvollziehbar, dass an die Macht gelangte ehemalige Dissidenten in allen postkommunistischen Ländern auf die Gründung von, wenn man so will, staatlich betriebenen Institutionen und Forschungseinrichtungen für Totalitarismusforschung drängten, die dann im Auftrag der neuen demokratisch-revolutionären Ordnung die alte Totalitäre delegitimieren sollten, gewissermaßen ein für alle Mal. Diese Einrichtungen haben dann in diesen verschiedenen Ländern sehr unterschiedliche Entwicklungen genommen. In einigen Ländern sind sie bis heute Zankäpfel in der parteipolitischen Konkurrenz. In anderen sind sie bloßes Sprechrohr von Regierungen mit autoritären Neigungen. Andere wiederum haben sich zu seriösen und unabhängigen Forschungsstätten entwickelt. Und das kann, glaube ich, auch das Hannah-Arendt-Institut für sich in Anspruch. Und damit könnte man es jetzt bewenden lassen und das Totalitarismuskonzept als
einen in seiner Zeit produktiven, aber eben auch in seiner Zeit befangenen Ansatz betrachten. Heute, so könnte man argumentieren, ist es als Vorgeschichte unseres Tuns als Wissenschaftler natürlich von Bedeutung, und das ist nicht wenig. Jegliche Forschungspraxis sollte sich der Schultern, auf denen sie steht, immer wieder vergewissern. Und daher gibt ja das Hannah-Arendt-Institut seit über 10 Jahren die Reihe Wege der Totalitarismusforschung heraus, in denen wenig bekannte, wieder zu entdeckende oder überhaupt erst ins Deutsche zu übersetzende Klassiker der frühen Totalitarismustheorie neu aufgelegt und kritisch ediert werden. Ich meine aber, dass die gegenwärtigen Bedrohungen des Projekts der Demokratie zusätzlichen Anlass gibt, den Totalitarismusansatz in seiner historischen Grundintention erneut ins Spiel zu bringen. Totalitarismus, totale oder totalitäre Herrschaft, bedeutete immer beides: analytisches Werkzeug zur systematischen Erforschung eines bestimmten, zum Zeitpunkt der Formulierung dieses Konzepts, virulenten Typus von Diktaturen, und vor allem über dieses wissenschaftsgeschichtliche Komponente habe ich bisher gesprochen. Zugleich bedeutete dieses Konzept aber auch, beinhaltete es auch eine umfassende Reflexion über die Gefahren, die der liberalen Demokratie westlichen Typs und ihren Gesellschaften von innen her drohen, mit dem Ziel, diese zu verteidigen bzw. die Konsequenzen dieser Gefahren für die eigene Gesellschaft einschätzen und auch abwehren zu können. Und gerade an dieser Komponente der entstehenden Totalitarismustheorie und des Denkens über totalitäre Herrschaft waren keineswegs nur Wissenschaftler beteiligt. Diese der modernen westlichen Zivilisation drohenden Gefahren wurden nicht nur von jenen emigrierten Politikern und Sozialwissenschaftlern entwickelt, darunter vor allem Staatsrechtler, Juristen und Philosophen, die dieses Thema dann theoretisch durchdrungen haben und verarbeitet und dann diese klassischen Werke, die wir alle kennen, geschrieben haben. Das taten auf ihre imaginative Weise auch Literaten, die ihre Erfahrungen zu fiktionalen Darstellungen verarbeiteten, darunter unter anderem dann die berühmten, wie sie in der Literaturkritik oder in der Literaturgeschichte teilweise genannt werden, die Totalitarian Classics. Sie kennen sie natürlich alle, Brave New World von Aldous Huxley, 1984 von George Orwell oder auch Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. Das sind die prominentesten, die entstanden sind wie in derselben Zeit, in der die klassischen wissenschaftlichen Totalitarismus-Konzeptionen entstanden. In diesen Werken wurden entscheidende Motive, die auch in der politikwissenschaftlichen Bestimmung totaler Herrschaft zentral waren, ausbuchstabiert, unter anderem die Allgegenwart von Techniken der totalen Überwachung, Big Brother is watching you, die Aufhebung der Unterscheidung von Öffentlichem und Privatem, die totale Gleichstellung und Steuerung von Kommunikation bis hin zur Gedankenkontrolle, vor allem durch die Manipulation von Sprache und von Fakten, der Massenkonsum und die individuelle Bedürfnisbefriedigung als Technik der manipulativen Herrschaft, die Vision von der Schaffung eines neuen Menschen und die Gleichschaltung der Gesellschaft von einer exklusiven elitären Machtzentrale her unter Einsatz arbiträrer, unanfechtbarer Gewalt und Psychoterror. Diese Dystopien wurden nicht lediglich in Reaktion auf die neuen Gewaltregime etwa in Italien, Deutschland und Russland geschrieben. Sie entsprangen mindestens ebenso sehr der Kritik an Tendenzen, die den eigenen Gesellschaften in den USA und Großbritannien drohte. Gerade Aldous Huxley hat sein Brave New World Buch unter dem Eindruck des Fordismus, den er durch Reisen in die USA kennengelernt hatte und nach der Lektüre des berühmten Ford-Buchs übrigens niedergeschrieben. Das war ein ganz wesentlicher Impuls für diesen ganz klassischen Roman. Sowohl zu Beginn, also Huxley 32, wie auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung, Orwell 49, wurde die wissenschaftliche Herausbildung des Totalitarismus-Konzepts, also flankiert von den düsteren Visionen totaler Herrschaft aus dem Bereich der Belletristik, von dystopischen Zukunftsromanen. Wenn wir heute nach der Aktualität vergleichbarer Vorstellungen von
totaler Herrschaft fragen, so ist diese literarische Traditionslinie mittlerweile, so will mir scheinen, von größerer Bedeutung als die politikwissenschaftliche unter den Politikwissenschaftlern. Während Zeithistoriker und Politikwissenschaftler skrupulös überlegen, ob man totalitär und Diktatur noch sagen kann oder soll oder nicht doch besser autoritär oder autokratisch und so weiter, wird auf einem anderen Feld gegenwartsbezogener Debatten völlig selbstverständlich und unbefangen von totalitär oder totalitarian gesprochen, nämlich unter Literaturkritikern und Kulturwissenschaftlern, die sich intensiv, und das ist ein regelrechtes Genre in den Fachzeitschriften, mit solchen Dystopien beschäftigen. Ich will das ganz kurz abschließend nur als kleiner, sozusagen kleines Blitzlicht an einem erfolgreichen 2013 erschienenen Roman des Amerikaners Dave Eggers, The Circle, illustrieren. Ja. In dieser im Silicon Valley angesiedelten Geschichte wird die Vision durchgespielt, sehr konsequent, dass alle heute noch auf die Frightful Five, also die fünf Riesen Amazon, Apple, Facebook, Google und Microsoft, verteilten Funktionen und Dienstleistungen in einem Unternehmen, The Circle, zusammengefasst sind und zu einer Grundlage einer neuen Art von, Anführungszeichen, Demokratie werden. Sämtliche User-Identitäten und die Identität der stimmberechtigten Bürger sind sozusagen in einem einzigen Account jeweils zusammengelegt. Und über die Möglichkeiten, die The Circle bietet, werden da auch alle Entscheidungen, die das Gemeinwesen betreffen, per Online-Abstimmung organisiert. Technisch durchaus denkbar. Entscheidend für das Funktionieren dieser im Roman genannten Demoxie, Moxie ist sozusagen ein Begriff für Energie, für Elan, ist, dass sie sich aus Moxie, aus der Energie von Affekten und emotionalisierten Entscheidungen speist. Also das, was wir vom Liken, vom spontanen Zustimmen und Beteiligtsein im den Shitstorms auch bei der Benutzung von Facebook und Twitter kennen. Sozusagen eine Herrschaft, der totale Herrschaft der unmittelbaren Impulse. Das ist ein erstes wichtiges Element dieser Demoxie, wie es im Roman heißt. Zum Zweiten beruht sie natürlich auf der vollständigen Transparenz der Individuen. Eines der häufigsten Motto dieses Gemeinwesens ist Privacy is Theft, also Privatsphäre ist Diebstahl. Und drittens beruht sie auf der Aufhebung prozeduraler Notwendigkeiten des Regelns des, von Angelegenheiten des Gemeinwesens im Akt der Beteiligung aller an dieser Art von Selbstorganisation. Also es gibt keine Prozedur, es gibt nur die unmittelbare Entscheidung und dann ist es schon passiert. Die Protagonistin in The Circle, also die Heldin, durchläuft, und daran wird sozusagen die Geschichte, der Faden der Geschichte erzählt, als Neuling in der Firma eine steile Karriere und wird dabei selbst dann zur Inkarnation dieses neuen Idealtypus des energiegeladenen, durch und durch transparenten Instant Citizens, wenn man so will. Und damit Herzschmerz nicht zu kurz kommt, sie verliert darüber ihre große Liebe, den Freund aus Jugendtagen, der lieber den Tod wählt, als sich diesem System einzuordnen. Soweit also die Story im Telegram-Stil. The Circle steht nur für einen von etlichen dystopischen Romanen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, die sich mit vergleichbaren Themen auseinandersetzen. Das Interesse, auf das sie stoßen, ist sehr groß, während übrigens zugleich, gerade seit dem Amtsantritt von Donald Trump und seiner Politik der Alternative Facts, sprich der systematischen Lüge, auch die Totalitarian Classics, etwa Orwells 1984, Rekordverkäufe verzeichnet. Also ab 2017 musste wohl der Verlag für Orwell zigtausend Kopien, Exemplare nachdrucken pro Monat. Das ging irgendwie ganz steil nach oben. Damit kehrt aber zugleich ein Medium der Gegenwartskritik ins Zentrum der Reflexion zurück, das bereits die Entstehung des Totalitarismus-Konzepts in den späten 20er Jahren und den darauffolgenden Jahrzehnten begleitet hat. In den zahlreichen literaturkritischen Kommentierungen dieser Dystopien, wie sie heute in den Kultur- und Medienwissenschaften, kaum aber in der Geschichts- und Politikwissenschaft anzutreffen sind, wird an diese frühe Totalitarismusforschung, wenn man so will, indirekt angeknüpft, teilweise natürlich auf eine eher spekulative Weise, also nicht mit dem
Instrumentarium der exakten Politikwissenschaften. Parallel dazu gilt natürlich die Aufmerksamkeit gerade, und jetzt komme ich auf einen letzten Punkt, der die beiden Dinge miteinander verbindet, der Aufmerksamkeit der Politikwissenschaft, dem fatalen Zusammenwirken von Social-Media-Gebrauch und rechtsextremistischen Bewegungen und autokratischen Regimen. Das ist ein weiteres Forschungsgebiet, das ich nur kurz erwähnen kann, aber hier nicht vertiefen will. Dass sich die sozialen Medien aufgrund bestimmter Eigenschaften besonders gut für rechtsautoritäre Instrumentalisierungen und Manipulationen eignen und daher erhebliche Gefahrenpotenziale für die politische Kultur demokratischer Gemeinwesen beinhalten kann, glaube ich, mittlerweile als Binsenweisheit bezeichnet werden, der anmaßenden Basisdemokratie-Optimismus aus der Gründerzeit des Internet ist mittlerweile als entweder hoffnungslos naiv oder zynisch entlarvt zu betrachten. Die systematisch destruktiven Wirkungen von Facebook, WhatsApp, ja, ihre ideale Eignung für solche Manipulationen sind folgenden Effekten geschuldet, vor allem die Möglichkeit der unendlichen Fragmentierung von Kommunikationsgemeinschaften, teilweise verstärkt durch automatisch generierte personalisierte Angebote, die das über Jahrhunderte hinweg mühsam erkämpfte Ideal einer allgemeinen öffentlichen Sphäre zerstört bzw. diese entmachtet. Zweitens die für das Geschäftsmodell dieser Plattform unverzichtbaren Logiken der Aufmerksamkeitslenkung, die immer das Negative konsequent priorisieren, dadurch vor allem Ängste, Polarisierung, Abgrenzung in Kommunikationsakten sozusagen hervorheben und stark machen und damit Grundvertrauen von Menschen untereinander sozusagen rein habituell außer Kurs setzen. Und ein dritter Punkt ist die konsequente Abkopplung des Sprechens, Zeigens, Teilhabens, Beobachtens von der Verantwortung für eben dieses Sprechen, Zeigen, Teilhaben und Beobachtung, sozusagen das Konsequenzlose, sich in dieser negativen Weise an Diskursen, an Debatten beteiligen. Soweit, so beunruhigend. Ich komme jetzt zum Schluss. Wenn heute darüber reflektiert wird, ob uns die Denkfiguren Totalitarismus und totale Herrschaft noch etwas bedeuten können, geht es meines Erachtens nicht mehr so sehr um die systematische Typologie von Gemeinwesen, die die Politikwissenschaft heutzutage unter dem stark ausdifferenzierten Konzept der Autokratie vor allem fasst. Der Blick in die Geschichte und in die Entstehungszeit aber dieses Denkansatzes sollte vielmehr dazu beitragen, unsere Sensibilität für die Gefahren der Demokratie zu schärfen, die von der permanenten technologischen Umwälzung ihrer Infrastrukturen und Kommunikationsmittel ausgehen. Und das war ein wichtiger Ausgangspunkt dieser Entwicklung des Denkens totaler Herrschaft, noch bevor sich genau abzeichnen konnte, wie das nationalsozialistische Deutschland oder das stalinistische Russland im Einzelnen aussehen wird. Wenn Totalitarismusforschung heute mehr sein soll als geistesgeschichtliche Traditionspflege, die ebenso unentbehrlich wie verdienstvoll ist, wenn sie aus unseren Gesellschaften selbst hervorgehende Prozesse in den Mittelpunkt rücken will, muss sie sich dem Totalitären als einer Gefahr aus dem Inneren unserer Gesellschaft zuwenden, die aus dem Übergang zur Informationsgesellschaft herrührt. Wie schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erwächst die Gefahr der totalen Herrschaft aus dem politischen und kulturellen Alltag der demokratischen Massengesellschaften selbst, aus der Art und Weise, wie die Produktionsweise, Kommunikation und soziale Beziehungen miteinander verschaltet sind. Die dafür entscheidenden Machtagglomerationen sind nicht aufgerüstete und zentralistisch geführte Staatsmaschinerien da draußen, jenseits eines eisernen Vorhangs oder am anderen Ende der Welt hinter einer großen Mauer, sondern jene transnational agierenden Unternehmen, zu denen wir selbst gehören, indem wir ihnen alle Tag ein, Tag aus unsere Daten zur Verfügung stellen. Vielen Dank.